So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Partie der Kasseler Huskies gegen die Bayreuth Tigers. Endstand 0:1 vor 3267 Zuschauern. Zu meiner Linken begrüße ich Gästecoach Sergej Wasmiller, zu meiner Rechten wie immer Husky-Coach Rico Rossi. Der Gast hat wie immer das Wort. Sergej Wasmiller, erstmal Gratulation zum Sieg. Wie haben Sie die Partie heute gesehen? Ja, hallo, guten Abend erst einmal. Im ersten Drittel war es wirklich schwierig, ins Spiel zu kommen. Wir haben auch gewusst, der Kassel kommt aus der Kabine und gibt da Druck. Das war auch zu erwarten. Wir haben das 0-0 überstanden und das war genau der richtige Zeitpunkt, wo der zweite Drittel besser ins Spiel gekommen, durch die auch ein paar Mal Überzahl, der hat kein Tor gemacht. Mehrere, sage ich, so ein paar gute Chancen auch verarbeiten, wo der Pfostenschuss auch gewiesen. Und dann wieder 0-0 steht. Ne? In den letzten Drittel ist es auch uns war klar, die Mannschaft, wer erst das Tor schießt, der gewinnt. Wir haben auch natürlich gewusst, dass hier in Kassel die Punkte zu holen, da muss das alles passen. Also das müssen wir auch gut zusammenhalten, gut stehen, eng in den Raum zusammen, diszipliniert spielen, weg von der Strafbahn bleiben. Wir haben auch gewusst, dass Kassel sehr gut in der Überzahl ist. Das haben wir heute getan und ich denke, es gibt solche Tage, wo von außen optisch zu sehen war, sage ich so jetzt, unentschieden vielleicht wäre richtig, aber wir haben auch mehrere Spiele erlebt, wo das nicht Tatsache war. Und natürlich, ich bin stolz auf mein Team. Wir haben Punkte geholt, wir haben hart gearbeitet, das hat uns viel Kraft gekostet, dieses Spiel. Aber wir brauchen Punkte und dafür sind wir zufrieden auch. Dankeschön. Danke, Sergej Wasmiller. Rico, dein Fazit bitte zur Partie. Ja, erste guten Abend zusammen. Glückwunsch an Sergej und seine Mannschaft. Ja, weißt du, im ersten Drittel wären wir dabei, die 1-0 zu schießen, aber kennen wir nicht. Und dann die Spiel länger, dass das 0-0 steht, schwerer, dass das ist. Die Gegner hat sie sehr gut hinten gestanden. Die hatten auf Counter gespielt und wir haben trotzdem sehr gut gespielt in die Offensivzone, dass wir nicht so viel Counters erlaubt. Aber wenn man versucht, Tor zu schießen, muss man auch was riskieren. Das haben wir gemacht. Und das hat uns nicht gekostet bis zum letzten 4 Minuten, wo wir eigentlich in unserer Zone die Scheibe weggegeben hat. Und die Scheibe landet im Tor. You know, du spielst ein Spiel, wo du eigentlich die Spiel bestimmt und die meisten Druck macht und die meisten Schüsse und die meisten Torschancen und dann kommst du aus mit 0 Tors. Das ist schon schmerzhaftig, aber wie gesagt, die Mannschaft, keiner kennt sich sagen, dass die Mannschaft gibt nicht Vollgas. Das haben wir, das einfach können wir nicht im Tor schießen und müssen wir auch sagen, die Gegner hat sie auch defensiv sehr gut gestanden. Und wir hatten viel Schuss, auch in die Rotzone, was innerhalb der Bullypunkte sind, haben wir auch einen viel Schuss. Das heißt, dass die Jungs hat sie, die Zug zum Tor und die will die Tor zu schießen, aber leider haben wir das nicht geschafft. Danke dir, Rico. Gibt es Fragen der Medienvertreter? Rico, wie würdest du das Spiel heute beurteilen, gemessen an dem vom Dienstag gegen Grimmitschau? Die Frage nach einem Vergleich zur Partie am Dienstag gegen Grimmitschau? Ja, das ist eine viele Dinge, das sind gleich wie gegen Grimmitschau. Wir spielen mit viel Druck, wir bauen viel Chancen, aber wir schießen wenig Tors. Muss mich auch sagen, aber die Bayreuther waren viel besser defensiv wie die Grimmitschauers. Und das hat man gesehen. Wir haben 5 Tore geschossen da und kein Tor hier geschossen. So, dann ist noch eine Frage. Frage an den Gästetrainer. Sie haben im zweiten Drittel eine Auszeit genommen. Was haben Sie Ihrer Mannschaft da gesagt? Das ist ja nicht der alltägliche Zeitpunkt, um eine Auszeit zu nehmen. Ich wiederhole es nur einmal kurz die Frage nach der Auszeit in der im zweiten Drittel an Sergej Wasmiller, was Sie da Ihrem Team gesagt haben. Ganz einfach, war jetzt gerade, ich glaube, Russland gegen USA gespielt, gerade Weltmeisterschaft Junioren, war genauso die gleiche Situation, wo die Russen haben zu lange auf Eis gewiesen, die können gar nicht zu wechseln kommen, 3-4 hintereinander die Eis gewiesen. Und da zur Auszeit zu nehmen, dass es der Luft schaffen können, die Pause zu geben, dass es die verhindern, die Torchancen, da wird er natürlich ganz, sage so, Mehrheit der Trainer das Auszeit nehmen. Ich glaube, mein Kollege Rico wird genauso machen.
Ist das okay? Wenn Sie es sagen. Okay. Nun gibt es noch weitere Fragen? Das sieht mir nicht ganz so aus. Dann gehen wir kurz in die Ergebnisse aus den anderen Stadien über. Ravensburg unterliegt Kaufbeuren 1:4. Rissersee schlägt Lausitz 3:1. Frankfurt verliert zu Hause gegen Heilbronn 2:3 in der Verlängerung. Bietigheim unterliegt Bad Nauheim 2:4. Rosenheim gewinnt gegen Grimmitschau 5:1 und bei Dresden gegen Freiburg gewinnen die Eislöwen mit 5:2. Weiter geht es für die Huskies am kommenden Sonntag bei der Partie beim EHC Freiburg. Am kommenden Freitag ist dann der SC Rissersee hier in der Eissporthalle zu Gast. Spielbeginn dann ist um 19.30 Uhr. Wir wünschen unseren Gästen einen guten Heimweg nach Oberfranken und Ihnen oben und hier unten Pressemedienvertretern natürlich auch. Kommen Sie gut heim, wir sehen uns in einer Woche wieder.